So, weiter geht's heute mit Gwit und dem Showdown gegen Fernando Alonso. Full Track in Sepang. Wir fahren mit dem Formel 1 Auto, sehe ich das gerade richtig? Mit dem Renault. Und auch nur diesmal drei Leute, also Fernando Alonso und zu unser Teamkollege und der. Was für ein Empfang hier in Sepang. Chris, was kannst du uns verraten? Das wird. Warte, mir wurde gerade gesagt, dass das Rennen in wenigen Sekunden beginnt. Auf geht's. So schön, dass man gegen Alonso vorbeigedrückt hier. Das Auto natürlich kennt das Weltmeisterauto, der Renault R26. Eines der schönsten Autos überhaupt. Und hier auf dem Kurs in Malaysia drei Runde Mannchen heute Jan. Alonso setzt sich vor uns. Scheiße. Klar, der wird sich mit dem Auto auskennen. Ich will mich konzentrieren, dass ich hier ein bisschen mal abgesetzt bekomme. Aber mich abgesetzt gar nicht auf. Wobei das Confetti, das zum Vormannswagen natürlich sehr, sehr gut. Erster Auto ist durch, dann folgt die Wagen ein bisschen was länger. Muss ich ein bisschen absetzen hier. Aber ich komme gut weg momentan. Aber der so früh einbricht, wie ich das nicht haben will. Hier steht die nächste Sekundenstrafe. So, letzte Runde. Letzte Runde. Verteidige deine Führung. Das kann ich Abkürzung mehr leisten. Ja,
hoffentlich reicht das irgendwie, das Ding dazu nach Hause zu fahren. Komm, komm, komm. Yes! Drei Sekunden haben wir gekriegt. Aber es reicht, um durchzukommen. Jo, dann sind wir damit durch. So, der Showdown haben wir den. Das Showdown-Ding haben wir durch. Level 61 sind wir mittlerweile. So, perfekt. Gut, dann haben wir das auch durch. Wir sehen uns in der nächsten Folge jedenfalls wieder. Dann morgen mit dem Auftakt Classic Mini Trophy aus San Francisco.